Beim letzten Mal sind wir oben beim Dekobaum stehen geblieben. Wir sind jetzt im Wald der Fyrone und müssen jetzt ganz nach oben zur Baumspitze. Und dort werden wir mal schauen, was wir so Schönes an Storytechnischem bekommen. Beim letzten Mal hatten wir ja auch noch das Glück gehabt, oh mein Gott, die Challenge zu schaffen. Na komm. Geht doch. Na komm, willst du jetzt nun endlich mal aufgeben, du kleiner Gnom? Na, du willst wohl was, wa? Geht doch. Mensch, 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 Mensch. Oh, 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 warte mal. Harz nehmen wir natürlich mit. Wer hätte gedacht, dass wir das hier liegen lassen? Nee, 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 meine Lieben. Das muss immer mit. Und wieso sind hier jetzt so viele Fledermäuschen? So, dankeschön. Oh, kriegen wir die... Ja, doch. Wir müssen wieder neue Rubine sammeln, damit wir weiter einkaufen gehen können. Und warum ist hier eigentlich eine Plattform? Und vor allem dieser Sound, ne? Oh, können wir vielleicht da runter? Das probieren wir danach aus, wenn wir oben waren. Weil wenn wir jetzt nach unten springen, muss ich wieder alles nach oben laufen. Habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Halt, 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 halt. Da ist ein geiler Käfer, den wir gerne haben. Und bitte fragt mich nicht, was das für ein... Was wird das für ein Sound ist und was war das jetzt von mir? Es hört sich so mega weird an. Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Naja, es ist sehr viel dickig oben drauf. Lol. Gebiete dort drüben. Es ist ein bisher unbekannter Q. Das zuvor wahrgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Boah, hat der ein schreckliches Schnarchen. Oh. Stellt euch mal vor, solche Leute würde es mit solchem Schnarchen geben. Aua. Können wir den aufwecken irgendwie? Vielleicht warten nicht so nett von mir. Geh! Wer stört? Oh, einen Menschen sieht man nicht alle Tage hier oben. Ich bin ein Einsiedler vom Volke der Q und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es bisher hierher geschafft hast. Aber kannst du mich denn auch sehen? Ja, ich habe dich nicht umsonst geweckt. Und das, obwohl selbst die anderen Q mich nicht mehr sehen können. Aber sag, was will ein Mensch eigentlich von, wie du eigentlich von mir? Die Flamme würde ich gerne haben. Du suchst die Flamme für dein Schwert. Um einen dir wichtigen Menschen finden zu können? Ein Mensch, der mich sehen kann und nach der Flamme sucht. Versprichst du mir, dass du niemanden verrätst, was ich dir nun erzähle? Klaro, na easy. Unser Geheimnis. Sehen nur andere 20.000 Zuschauer. Dann verrate ich dir jetzt was, was sonst niemand weiß. Die Flamme, die du suchst, man nennt sie Pharoros Flamme. Diese Flamme, ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, da die Göttin noch unter uns wandert. Sie vertraute die Flamme des Wasserdrachen an der hier im Wald der Fyrone lebte. Es heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Und ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du solltest dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Und er befindet sich wo? Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Ah, wegen dem Tor, da kamen wir noch nie durch. Das Tor zum See ist allerdings verschlossen und um Unwürdige fernzuhalten. Aber ich erkläre dir, wie man es öffnen kann. Auf dem Tor ist ein Symbol. Du musst mit der Kraft der Göttin erfüllen. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols. Du musst es also vorher vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht,
musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols ist im Süden das Symbol im Süden befindet sich im Norden. Sieh dich mal an dem Ort um, den ich dir auf der Karte markiert habe. Okay, warte mal. Also hier oben müssten wir hin. Um hier unten hinzukommen. Okay. Was ist? Hast du dir gemerkt, wo du das Symbol findest? Ja, klar. Na dann, gute Reise. Warte! Das habe ich noch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren, also achte auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist, sagen wir es so, gerade dann hat er einen Besuch gerne zum Fressen. Vergiss nicht, du darfst niemanden verraten, dass ich dir die von Farores Flamme erzählt habe. Ich bin zu jung, um gefressen zu werden und achte auf deine Manieren. Ich gehe wieder schlafen. Machtet gute Nacht, lieber Q, dessen Namen ich wieder vergessen habe. So, aber wir sollen jetzt runter wieder vom Baum. Aber dann nehme ich den einen Weg, den ich nehmen wollte wegen dem einen Secret hier. Wie komme ich aber da ran, ohne zu sterben? Ah, verdammt, das hat nicht gereicht. Wie kommt man denn da hoch? Huh. Vielleicht geht das erst später? Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir es herausfinden. Erstmal sollen wir sowieso hier oben hin. Und da ist das andere Symbol. Ah. Okay, aber wir haben jetzt hier unten ein Symbol, das wir noch brauchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies das Symbol ist, von dem der Einsiedler sprach, beträgt 80%. Ich schlage vor, dass du dir dieses Symbol gut einprägst. Das ist jetzt nicht schwer. Mond in einem Mond und von diesem zweiten Mond nochmal eine Sonne im Mond. So in etwa. Aber was sollen wir jetzt damit anfangen? Wir können ja jetzt schlecht irgendwie dorthin zurückreisen. Und mal Retalk. Ich will diesen Schatz da haben. Wenn da irgendjemand eine Idee hat, wie man da hochkommt, ne? Ich bin der Mann, der die Idee sucht. Weil bei den anderen Sachen wüsste ich, wie ich dorthin komme. Aber bei dem Schatz, keine Ahnung. Leider nicht. Okay. So, aber jetzt ab in den Süden. Dort müssen wir mal ganz schnell mal gucken, ob wir irgendwie das öffnen können. Aber warte mal, wo ist denn das jetzt? Süden, wo renne ich hin? Richtung Westen. Nice. Orientierungssinn ist da. Überlege gerade. Nee, von da geht's nicht. Boah, dass die Pflanze so nett war und mich nicht gefressen hat, ist ja krass. Eieiei. Ich muss echt immer mal gucken, wo ich lang muss, ne? Das Einzige, was nicht passieren hätte müssen, wäre das runterfallen, aber egal. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Monsterhorn! Monsterhörner! Und Geld. Der lebt noch. Kann doch ja nicht sein. Der hat einen Schädeldruck gedroppt. Oh, die Schädel brauchen wir unbedingt. So, die Schleime lassen wir in Ruhe, denn wir brauchen keine Schleime. Okay, aber wir haben hier jetzt Mond und hier fehlt noch die Sonne. Gib
Gebieter mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% befindet sich hinter diesem Tor eine Flamme. Die Kraft der Göttin, von der die Q-Einsiedler erzählt haben, ist wohl der Himmelsstrahl. Er vervollständigt das Siegel. Ich empfehle, den Himmelsstrahl zu sammeln und vor dem Tor das Muster zu zeichnen. Was? Au! Du kleines Miststück. Aua. Wartet, wartet. Wow, man kann es ja super gut zurückfeuern. Alter, da gibt's doch nicht. Dankeschön. Nee, hä? Das ist noch so wirklich verstanden, habe ich jetzt nicht. Achso, wow. Ja, dass meine Kerzen wenig sind, ist mir bewusst. Ich könnte jetzt einen Trank verwenden, den ich nicht bei habe, also ist egal. Soll ich jetzt irgendwie... Hä? Was soll ich machen? Ich verstehe jetzt noch nicht ganz, was gemeint ist mit der Aussage. Ich brauche aber erstmal ein Herz wieder. Dankeschön. Wow, ja, hätte ich das vorher gewusst, du. Und ich kann zeichnen, oder wie? Oh Gott. Es ist ein Kreis, ja? Es ist ein Kreis. Ha, es zählt, es war ein guter Kreis, ja? Es war ein guter Kreis. Und jetzt können wir endlich über diese Brücke laufen. Hätte ich gewusst, dass man vorher nur hinlaufen muss, dann hätte ich da keine Probleme gehabt. Warte, das hier nehme ich auch. Warte mal, kann man hier runter? Nee, sollte man nicht probieren. So, und sonst gibt es hier niemanden, oder wie? Also ich will ja auch nicht loslassen, weil wenn ich jetzt loslasse, weiß ich nicht, was passiert. Oder vielleicht muss ich das? Muss ich das? Ich muss. Geil, wie geil sieht das denn aus? Lol, ich treib einfach ohne Probleme. Warte mal, hä? Oh. Wie kann das sein? Okay, vielleicht muss ich mir echt treiben lassen. Hm. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier unten kann man... Was? Noch ein Mensch? Ich verschwinde, bevor er mich sieht. Ja, zu spät, würde ich mal behaupten. Ich hab dich schon entdeckt, mein Lieber. Wir wollen noch miteinander und uns unterhalten, oder nicht? Nee, der hat eigentlich ja keinen Bock. Gibt's denn sonst irgendwas? Ich möchte natürlich secretmäßig alles finden, ne? Kennt mich. Ah ja, so war das mit Schwimmen. Exakt. Hey, lass uns reden. Lass uns reden. Wir sind Freunde. Ein Mensch, ein Mensch. Das sieht man nicht oft hier. Ja, okay, okay. Dann halt nicht. Na gut, dass hier aber auch kein Menschenbesuch ist, ist klar. Es ist halt unter Wasser. Wir leben als Menschen nicht so gerne unter Wasser. Also nicht dauerhaft.
Ich hätte nie gedacht, dass hier mein Mensch auftauchen wird. Aber kannst du auch eine Wasserschraube ausführen? Eine Wasserschraube? Was meint er mit einer Wasserschraube? Vielleicht erklärt er uns das. Du Nervensäge, folg mir nicht weiter. Ich sag es sonst dem Wasserdrachen. Puh, du bist ganz schön weit gekommen, aber hierdurch schaffst du es nie. Du siehst das anders? Dann versuch es doch, mich zu fangen. Ohne die Wasserschraube kommst du hier nicht weiter. Leider weiß ich nicht, wie die hochgeht. Hey, ich will umdrehen. Okay, wie macht man eine Wasserschraube, Leute? Wie macht man eine Wasserschraube? Kann man hier das sehen? Wasserschraube, schüttel den... Was? Ein Joy-Con mit L. Ah, ich hab da geschüttelt gerade. Schwimme dabei oben, um das Wasser... Um aus dem Wasser zu springen. Okay. Ich hab den falschen Joy-Con gedrückt. Geil, ne? Man sollte auch wissen, welchen Joy-Con man benutzt. Oh, verdammt. Diesmal hab ich mich nicht bewegt. Gott. Das kann sich nur um Stunden handeln. Es ist gar nicht mehr so einfach, wie es aussieht, ja? Ha! Ich bin durch. Unmöglich! Ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh. Du hast einen Wasserdrachenschuppe. Heißt das? Du bist der Auserwählte der Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, kannst du mit dem Wasserdrachen vielleicht helfen. Was ist denn los? Es ist erst vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und ihren gemeinen Anführer haben den Wasserdrachen angegriffen. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie auch fast alle gefressen, aber es waren doch zu viele. Ihre Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzung nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Ich bringe dich zu ihm. Okay, dann ganz schnell, aber... Wir sind jetzt Wundenheiler von Drachen. Aber mit den Roten meint er wahrscheinlich die ganzen kleinen... Ach, ich weiß gerade die Namen nicht von denen. Knilche, nenne ich es mal. Oder Kobolde? Sind das Kobolde? Ich habe die Namen vergessen. Ihr solltet einen Freund von mir auf uns warten, aber er ist noch nicht da. Dafür versperren uns die Felsen den Weg. Und was machen wir jetzt? Bomben! Bomben natürlich. Nein, ich möchte... Ich möchte doch einfach nur schwimmen. Aber vielleicht nicht nur Bomben, vielleicht auch die komischen Dinger hier. Oh. Ja, okay, ich hab's verstanden. So macht man das. Bald sind wir da. Da vorne, der wartet der Wasserdrache. Nee, warte. Ich will noch erkunden. Warte, wir müssen aufpassen. Nicht, dass der hier uns gleich ins Gesicht springt wie die anderen. Alter, hier sind einfach 4 Gänge. Au. Aber es hat funktioniert. Wir kriegen 2 wunderbare rote Rubinchen. Oh, die Steuerung mit Schwimmen ist gar nicht mal so simpel, ne? So, jetzt haben wir noch 2 Höhleneingänge. Mal sehen, wo uns die anderen Bienen hinführen. Oh Gott. Aber in der Mitte ist ja auch noch eins. Das können wir bestimmt auch kaputt machen, oder? Ey, Link! Nein, Steuerung! Okay, wartet mal kurz. So, jetzt kann ich wieder. Geil. Das gibt's doch wohl gar nicht.
Wie verdammt schwer ist denn die Steuerung? Aber immerhin, wir haben jetzt nochmal 5 Rubine und 2... Wow. Wir haben 5 Rubine und 2 solcher wunderschönen Bernstein-Sachen bekommen. Und hier im letzten Abteil bekommen wir ein Herz und wer bist du denn? Wir bekommen sogar mehr als nur ein Herz. So, jetzt lass uns doch mal reden. Wer bist du? Ah, bitte friss mich nicht. Keine Angst. Wirklich, du frisst mich nicht, Puh. Hier war so viel Lärm und Getöse, da habe ich mich hier versteckt. Ja gut, kann ich verstehen, bei den ganzen Kloppern hier rum. Alter. Die hier rumschwimmen. Oh lol, den wollte ich gar nicht treffen. Nice, jetzt müssen wir nur noch die Mitte versuchen zu treffen. Ah, funktioniert nicht so ganz. Glücklicherweise haben wir nochmal hier Luft überall. Oh. Alter, diese aggressiven Teile. Das ist doch nicht normal. Okay, gucken wir mal von oben uns um. So, jetzt haben wir es offen. Für 100 Rubine, glücklicherweise habe ich das gemacht. Nicht. Mann, ja genau. Jetzt kommen die ohne mir entgegen. Was soll denn das? Okay, einfach weg hier von diesem Gruselkabinett. Eieieiei. Anstrengend. Das Schwimmen unter Wasser, meine ich. Kennst du den Schraubensprung? Mensch, wenn du den Wasserschraube in Richtung der Wasseroberfläche führst, kannst du einen Sprung wie ein Fisch machen. Okay, der wird wahrscheinlich jetzt wichtig sein, ne? Ja. So, dann lasst uns mal kurz hier so innehalten. Oh, Leute, die Steuerung ist mega. So, jetzt nach oben die Schraube, bitte. Schnell, hierher. Was, du kannst nicht weiter? Ihr Menschen seid ja wirklich unpraktisch gebaut. Kommst du nicht von oben rüber? Ja doch, schon. Ich probier's doch. Oh, anstrengend. Link, und du musst nicht immer nach oben. Jetzt! Ha! Akkubohrer hat funktioniert. Fantastisch! Nicht du, schließlich ist dir das nur dank der Wasserdrachenschuppe gelungen. Ja, danke schön. Weißt du, mein Skill war das auch, den ich hier benutzt habe. So, was haben wir hier unten Schönes? Oh, ich liebe die Atmosphäre hier unten. Oh, was sehen denn meine Augen? Da ist ein Schlitz. Ist der für irgendwas wichtig oder ist der nur... Der ist dekorativ nur da. Aber ich glaube, wir könnten jetzt hier oben drauf, ne? Ah, ach so. Wir müssen da sogar drüber mit der Schraube. Oh. Nein, du solltest doch nach oben, Minion. Ja, nein, was? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja. Oh, endlich oben. Uiuiui. Ich bin kein Fan von der Steuerung. Hey, was soll denn das? Du kleiner... Okay. Ich muss schon wieder kalibrieren. Nein, lass mich doch mal jetzt in Ruhe hier. Eindeutig zu viele Schleim. Alter, was ist denn das für ein dicker Schleim hier? Ui.
nehmen wir mit. Was habt ihr denn gedacht? Eine neue Truhe zum Öffnen. Und da hinten, was, war eine Speicherstatue? Lol. Die habe ich gar nicht mehr voll genommen. Hier müssten wir wieder runter. Ich weiß aber nicht, würde ich gerne noch nicht machen. Erstmal die Truhe wollen wir hier oben holen. Ah, ist noch ein Schleim. Ich hab dich gesehen, mein Junge. 5 neue, nee, 10, 20 neue Rubine. Ein Geschenk der Göttin. Ah, ich muss dir echt mal gucken, für was ich die benutze später. Also für was für Aufwertungen ich nutzen muss. So rein theoretisch können wir ja da hoch surfen. Also hoch springen mit der Schraube. Könnte funktionieren, will ich aber jetzt nicht ausprobieren, weil da oben gibt es einfach nichts. Und ganz ehrlich, bevor ich hier 100-mal hin und her springe. Ja, wo ist der jetzt hin? Ach, da unten. Wollen wir lieber weiterschwimmen? Ich will lieber weiterschwimmen. Lass mal uns umgucken, was das hier unten noch so schöne dir. Kann man. Mit der Schraube sind wir ein bisschen schneller. Wir müssen aber aufpassen wegen der Luft. Sollte aber funktionieren. Ah, guck mal. Nee! Du solltest doch nach oben, Link. Oh! Jetzt müssen wir erstmal umdrehen. Verdammt, wieso schaffe ich denn das jetzt nicht mehr? Jetzt! Stylisch, nach dem dritten Mal. Wer bist du? Ah, nicht der Fisch schon wieder. Ganze Schwärme dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen. Sei vorsichtig. Oh, kann ich da nicht eine Schraube auf seinen komischen Nacken da machen? Nacken vor allem. Lull. Ja, mega easy Typ. Großartig, keine Zweifel. Du bist, musst der Auserwählte der Göttin sein. Ja, aber das war jetzt simpel. Das hätte man auch so herausfinden können. Aber ich will die Herzchen. Ja. Wir brauchen ja nicht so viele Herzchen, aber wenigstens so viel, dass wir eine Weile lang damit klarkommen. Und gibt es hier unten sonst noch irgendwas? Hier gibt es nichts mehr. Nee. Aber der Tor ist dort unten. Aber ich würde sagen, was sich hinter diesem Tor befindet, werden wir beim nächsten Mal ausmachen. Link, du kannst gerne wieder ein bisschen auftauchen, damit du nicht gleich ersäufst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und fragt bitte nicht, was Link tut. Denn ich drücke gerade gar nichts. Alles klar. Sehr gut. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis denne und ciao.